In den letzten Jahren hat das Marvel-Franchise extrem an Beliebtheit gewonnen. Daher sind sehr viele Crossovers und Parodien erschienen. Und in diesem Video wollen wir uns mal die besten davon anschauen. Viel Spaß! Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und in diesem Video soll es, wie schon im Intro erwähnt, um ein paar Marvel-Crossovers bzw. Parodien gehen. Und da das letzte Video, wo ich euch ein paar Star-Wars-Crossovers vorgestellt habe, echt gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, mache ich das gleiche jetzt nochmal zu Marvel. Und ich würde sagen, fangen wir an. Starten wir das Video genauso wie das letzte, und zwar mit einem Phineas und Ferb Special. Und zwar das Phineas und Ferb Marvel Special. Und um was geht's da eigentlich? Durch einen Unfall nimmt Doofenshmirtz den Superhelden Hulk, Iron Man, Thor und Spider-Man ihre Superkräfte. Daraufhin verbünden sich die Superschurken, angeführt von Red Skull, mit Doofenshmirtz und die Helden suchen sich Hilfe bei Phineas und Ferb. Es kommt zu einem Kampf zwischen Helden und Schurken. Also ich muss sagen, dass mir dieses Marvel Special von Phineas und Ferb sogar besser gefällt als das Star Wars Special und mit Sicherheit eins meiner liebsten Marvel Crossovers bzw. Parodien ist. Dann machen wir weiter mit den Simpsons. Und in Simpsons bekommen wir viele kleine verschiedene Marvel-Referenzen. Zum Beispiel bekommen wir einen Cameo-Auftritt von Stan Lee im berühmten Simpsons-Intro. There's nothing too short that I can't cameo. Oder wir sehen, wie Homer Simpson zu Hulk wird. Wir dürfen einen Kampf zwischen Hulk und das Ding miterleben. Oder wir sehen, wie Thanos die gesamte Simpsons-Familie auslöscht. Dann kommen wir auch schon zum letzten Crossover auf der Liste und dieser spielt sich im beliebten Spiel Fortnite ab. Und ich denke mal, die meisten von euch werden es kennen, aber für die, die es jetzt noch nie gespielt haben, es ist einfach ein Battle Royale Game, bei dem 100 Spieler auf einer Insel landen und der, der am längsten überlebt, gewinnt. Und ja, wie gesagt, in dem Spiel gab es zahlreiche Marvel Crossovers, aber so das allererste, was ich persönlich gespielt habe, war der Thanos Modus. Und in dem Modus gab es halt einen Spieler, der den Mad Titan spielen durfte und der war dann natürlich viel, viel mächtiger und viel, viel stärker als die ganzen anderen Spieler, aber dafür wurde er dann auf der Map angezeigt und alle konnten ihn sozusagen jagen. Und ja, war für mich wirklich ein cooler Modus und danach gab es dann auch noch ein paar andere, die ich persönlich jetzt aber nicht gespielt habe und ich fand einfach den Thanos Modus am coolsten, aber wie gesagt, es gab noch viele verschiedene andere. Und im Gegenzug dazu durften wir dann sogar im Marvel Blockbuster Avengers Endgame das Spiel Fortnite sehen. Hey, boys. Hey guys, long time no see. Beers in the bucket. Feel free to log into the Wi-Fi. No password, obviously. Thor, he's back. That kid on the TV just called me a dickhead again. Noob Master. Ja, das soll es eigentlich auch schon vom Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wo ihr noch gerne ein paar Parodien bzw. Crossovers sehen würdet. Und schreibt auch gerne allgemein mal ein paar Videoideen in die Kommentare, die euch interessieren würden. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein. Ciao. And I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them, knowing I'm on in this fall. You can catch me outside. Gonna get them all with a little payback. Never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track. Never gonna stall, no, I'm never gonna slack. I've been like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning the profit. You know I can't stop it until I